eigentlich ganz süß. Irgendwie ganz niedlich. Sie ist ja ein süßes Mädel. Sie ist auch irgendwie niedlich aus. Es ist süß. Dreamt of you last night, woke up, you weren't there. Five nights in a row of dreams I'd never share. You come without a warning, early in the morning, timing's never been our thing. Huch, wo kam der auf einmal her? Was macht er? Was soll der da? Der nervt. Was macht er da? Das sieht eher nach Capoeira aus. Warum macht er das? Also was ist der Grund, dass er das macht? Da hätte man sich da den Tänzer sparen können. Ich meine, er macht seine Sache gut, aber warum? Das ist in den Regularien der EBU, steht das drin. Ein Land muss immer einen Ausdruckstänzer schicken. Ja, dann können wir auch Fabian Hambüchen schicken das nächste Mal, finde ich. Zum Lied. Finde ich gar nicht so schlecht. Der Song ist auch ganz niedlich, ist halt so dieses, diese Norah Jones-Niedlichkeit. Tatsächlich mag ich Kroatien ganz gerne, weil das so diese unschuldige Leichtigkeit hat. So zurückgenommen, so reduziert. Das hat was. Das hat so eine Schönheit. Dobro, Hrvatska. Hvala. Ja, jetzt habe ich extra Kroatisch gelernt und sie singt auf Englisch. Was soll das denn schon wieder? So eine tolle Sängerin, eine wirklich hübsche Frau mit Gitarre und so Singer-Songwriter-Style finde ich richtig gut. Aber ich finde, so eine Prise Kroatisch müsste da doch rein. Der Song, der baut halt auf und irgendwie enttäuscht er mich noch so ein bisschen. Ja, das ist für mich ein bisschen belanglos. Das tut nichts. Das ist einfach nur da und sie singt ganz schön und sie sieht ganz gut aus und das ist hübsch, aber mehr nicht. Es gibt ja auch so Songs beim Eurovision Song Contest und überall, die fangen an. Man sitzt in einer Gruppe von Freunden da und nach 6 Sekunden fangen alle an zu reden. Ist auch wichtig, dass man mal so durchatmen kann am ersten Mal. Ja, Abend. Es ist auch so ein bisschen, ja. Weißt du, dass man kurz mal runterkommt? A, es ist viel zu unauffällig für den ESC und B, diese Inszenierung, die sie da hat mit dem Tänzer, passt 0,0. Na gut, aber durch den Tänzer passiert wenigstens etwas auf der Bühne. Das ist ja auch mal... Nee, brauche jetzt auch nicht bei jeder Ballade Tanz. Das ist doch der alte Mechanismus, ne? Je mehr auf der Bühne getanzt wird, desto mehr das muss man davon ablenken, dass der Song eigentlich nicht so richtig trägt. Ja. Also im Prinzip hat der Tänzer mit der Nummer nichts zu tun, das stimmt. Zero. Mich erinnert das so ein bisschen an Angel aus der Ukraine 2011, wo man auch diesen ganz netten Song hatte, ja. Aber man hatte halt diese Sandmalerin dabei. Baby, I love you. Und jeder hat nur auf die Sandmalerin geguckt und dadurch ist die Ukraine weitergekommen. Ich glaube, das könnte hier auch funktionieren. Nein. Wobei ich den Song auch ohne Tänzer schön finde, aber mit Tänzer noch besser. Also ich gucke tatsächlich die ganze Zeit auf die tollen Verrenkungen dieses außerordentlich guten Tänzers. Da haben sie, glaube ich, mehr Geld reingesteckt als in die Produktion des Songs. Mhm. Es ist sozusagen die Dieter von Thies. Die Dieter von Thies. Also der letzte Hoffnungsschimmer, dem Song irgendeine Form von Relevanz zu geben. Lass uns auf keinen Fall eine einzelne Frau auf die Bühne stellen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Mann dazu. Das wäre doch viel besser und aussagekräftiger, wenn der Typ da jetzt nicht Akrobatik vor ihr macht. Es erschließt sich mir nicht, warum lenkt man so ab von ihr, die ja alles hat? Stattdessen muss er da rumtänzeln und warum ist das auch eine einzelne Person? Ist das irgendwie dieser Lover? Vielleicht ist das die Story gut von mir aus. Das bringt ja so eine Unruhe rein und der Song ist ja eigentlich ruhig und eher so Blumenfeld. Ich laufe über eine Wiese und pflücke Klee. Oh. Nein, ich will den Tänzer auch in Turin sehen. Ich will das genauso sehen und ich mag das und ich höre das so gerne. Ich finde, das kann man sich gut anhören. Ich finde, das tut nicht weh. Ich finde, irgendwie hat es auch ein bisschen was Schönes. Ist angenehm. Ja, genau. Finde ich angenehm zu hören. Ich möchte fast sagen, radiotauglich. Das mit der Inszenierung machen sie hoffentlich besser, aber der Song ist super. Ich sehe den auch im Radio. Sonntagabend, du fährst durch den Pfälzerwald. Der Typ im Radio setzt die bedächtige Stimme auf und sagt: Und jetzt, Mia Dimisic, Guilty Pleasure, hier in Radio Bumsbude.